So, da sind wir dabei. Dark Souls, weiter geht's. Wir sind in den Katakomben und wurden beim letzten Mal von Patches, dem Motherfucker, ins Loch runtergekickt, nachdem er gesagt hat, oh, guck mal, da blinkt was. Nope. Ja, er wollte uns im Prinzip nur ausrauben und den Scheiß verkaufen letztendlich. Warum wir hier sind, wir haben diese Lampe in meiner Hand gesammelt, denn die brauchen wir unter anderem auch in Ulusil, um da an einen bestimmten Gegenstand zu kommen, der extrem hilfreich beim Bosskampf dann irgendwann sein wird. Aber jetzt müssen wir erstmal versuchen, aus dem Loch wieder rauszukommen. Hier gibt es auch noch so das ein oder andere, was ich mal mir anschauen möchte und mitnehmen möchte. White Tide Night Chunk Verse zur Hölle. Okay. Sieht nach Spaß aus. Was ist denn für ein Party-Service? Damn it. Aber nur ein Turm aus Skeletten. Ich weiß auch nicht, wie die halten. Jetzt muss man warten, bis meine Stamina sich wieder aufbaut. Denn es ist genau wie beim Schild. Also wenn ich die Lampe hochhalte, baut sich die Stamina auch langsamer auf. Holy shit, wir haben Ausrast. Ist ja gut. Ihr kommt auch noch dran. Kleinen Moment, ja. Ich habe nur einen Zweihänder. Leider. Ansonsten würde die Sache ein bisschen anders aussehen. Nochmal ein Zweihänder Double Wielden. Das wäre auch cool irgendwie. Muss ich auch irgendwann mal machen. Hey, hey, hey. Na? Kleriker? Wahrscheinlich? Vielleicht? Nope. Fürchte dich nicht, Lady. Ich habe eine Lösung. Mein Zweihänder. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Das ist, by the way, die... Ja, okay. Das ist, by the way, die Kollegin, die am Firelink-Schrein rumgesessen ist mit den anderen Klerikern. Und genau von diesen anderen beiden Klerikern redet sie. Sie sind ein bisschen bekloppt geworden, das sind sie doch. Was auch immer, pancake ich euch halt. Kleriker-Pancakes. Fuck. Komm schon. Oh, fuck, egal, was soll's. Einfach durchpoisen. Einfach stehen bleiben. Wie gesagt, ich habe einen extrem hohen Poise-Wert, den kann er zumindest mit seiner Mace definitiv nicht durchbrechen. Ich habe dich doch gar nicht getroffen, oder? Das war die Druckwelle, Baby. Was glaubst du, was diese Hände noch anstellen können? Jupp. Es pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Das ist aber nett. Replenishment. Kann ich zwar nicht benutzen, aber es ist sehr lieb von dir. Dann mach's mal gut. Ich weiß auch nicht, was du machst. Ich könnte auch mitkommen, irgendwie. Also, hindert sich keiner dran. Aber irgendwie hat sie da nicht so Bock drauf. Sie hat sich gerade so wohnlich eingerichtet im Loch und ach, kann er schon wieder umziehen. Er ist Firelink-Schrein, jetzt hier. Langsam muss er mal sesshaft werden, denkt sie. Komm schon, Mädel. Bist du nicht mal 30. Komm mit mir auf ein Abenteuer. Wir beide. Meine Hand und deine Hand am Zweihänder. Ist es nicht romantisch? Absolut, absolut. Gut, erstmal raus aus dem Loch. Vince und Nico. Ja. Sind's gewesen dann. Ist einfach mal Hollow gegangen, verrückt geworden hier drinne. Dass ich ihn irgendwie nicht übel nehmen kann. Ist schon ein ziemlich bescheuerter Ort hier. Oh fuck, natürlich auch. Bogenschützen. Mit riesengroßen Geisterpfeilen. Alter, das steckt mir am Hals. Holy fuck. Es wird halt lebensgefährlich, wenn der Pfeil dicker als mein Hals ist. Dann ist halt irgendwann, wo ich mir auch denke, okay, jetzt ist genug, komm schon. Sie hat genug. Lass sie ganz. Was geht eigentlich da? Will ich da rein? Komm ich da her? Da komme ich nicht her. Oh, okay, das war knapp. Nein, da komme ich nicht her. Da möchte ich auch nicht rein gerade, wenn ich ganz ehrlich bin. Eine Haufen Skelette. Ach du heilige Scheiße. Ich könnte eine ultra heftige Plunging Attack machen. Ultra heftige Plunging Attack. Die heftigste Plau. Oh, Jesus Christ. Nicht alle tot. Aber es war schon geil. Es war schon geil. Würde ich auf jeden Fall wieder machen. Warte mal kurz. Was bist du?
Oh, okay. Angepisst, wie es aussieht. Jesus Christ, kommen noch seine Brüder hier. Nein, du trittst mich nicht in den Rücken. Fucker. Ach, shit. Ach, was ist? Ich glaube ja. Wenn wir da noch ein bisschen weiter draufhauen, könnten wir ein Bälleparadies für Kinder machen. Ich glaube, die Platzierung ist nicht so geil. Hier kommen wenige Kinder vorbei. Ha, Kinder in Dark Souls. Gibt's im Allgemeinen gar nicht. Oh yes, large Divine Ember. Wie gesagt, nichts für mich, aber auf jeden Fall eine wichtige Ember, wenn man Divine Waffen verwenden möchte. Da gibt es auch verschiedene Builds, wo die sehr sinnvoll sind. Wo man sie wirklich auch gut einsetzen kann. Wobei, apropos Kinder in Dark Souls, also es gab zumindest in Dark Souls 1 unbenutzte Files, die immer noch in Game Files irgendwo drin sind, die irgendjemand rausgezogen hat, wo man, holy shit, Beatrix, die man einmal beim, scheiße, ist gerade blöd hier, weil ich vor in der Ecke stehe, nein, nicht Resin, scheiße, god damn it, ah, ja, ist blöd jetzt. Ich habe nämlich seit der letzten Folge einen neuen Controller, weil mein anderer kaputt gegangen ist. Normale Xbox 360 Controller, die haben ein bisschen schwammiges D-Pad, ist mir aufgefallen. Das ist mir so noch nie aufgefallen. Aber ich wechsle gerne mal irgendwelche Items einfach mal durch. Egal, was soll's. Können wir nochmal hingehen. Ist jetzt nicht am Ende der Welt. Ich weiß nur leider nicht, wo ich von der anderen Seite da hinkomme. Ich glaube, ich muss jetzt echt nochmal in dieses scheiß Loch runtergehen. Motherfucking Patches. Oh, you. I. Ja. Let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can... Shit. Overcome me. You know what I mean. Grave Lords. Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? Nah, nicht wirklich. But for heaven's sake, let's not mope about, eh? You're still alive. I said I'm sorry. I know. Here, take this. It proves something, doesn't it? Kann ich schon gut gebrauchen. Ist okay. Fucker. Dieses Mal. Ja, ist okay. Ist okay. Fuck you. Lass es gehen. Ich springe mal kurz ins Loch runter. Denn ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wie ich von der anderen Seite an diese Seelen rankomme. Muss ich nochmal gucken. Das war dämlich. Ah, shit. Ich will es nicht aufs D-Pad schieben, aber das war gerade eine dumme Aktion. Also, hätte ich da den Asses gehabt, wie ich eigentlich erwartet habe, dann wäre ich da auf jeden Fall noch am Leben gewesen. Na schön. Müssen wir eben noch ein bisschen mehr Knochenmehl herstellen, bis wir wieder zurückkommen. Und zack. Das Problem an der Sache ist, ich kann halt nicht meine volle Kraft einsetzen, da ich die Skull Lantern in der linken Hand habe. Ich dementsprechend meinen zwei Händen nicht in beiden Händen führen kann und deswegen auch weniger Schaden macht. Das ist eben das große Problem an der Sache. Denn ich denke mal, muss ich mal testen. Ich weiß, ich glaube, ich kann sie schon one-shotten, wenn ich das Ding zwei Hände auf jeden Fall mit der R2-Attacke. Müsste machbar sein. Dann bin ich da lang gegangen. Oh Gott, Riesenpfeile. Da war was. So. Ein Haufen Skelette. Kommt mal alle her. Alle. Sind es alle? Kein Backstep machen. Herkommen. Das sind, glaube ich, nicht alle, aber es sind ein paar. Ich sehe gerade extrem wenig, aber passt schon. Oh, shit. Nein, passt absolut gar nicht. Wie er mich gestunlockt hat. Da gehen meine Seelen hin. Und weißt du was, lass mal nicht mehr in die Ecke gehen, denn da muss ich eigentlich gar nicht hin. Muss ich eigentlich gar nicht hin. Verdammte Giants. Lampe in der einen Hand ist schon nervig. Da war dann eben der Helm hilfreich. Sunlight Maggot, den man irgendwo in Lost Izalith bekommen kann von irgendeinem NPC, der da rumrennt.
Aber dann muss ich eben erstmal nach Lost Izalith und das ist halt auch nicht gerade um die Ecke. Wollte ich eigentlich auch erst ein bisschen später hingehen. Ist hier irgendwas? Jo, alles sauber, sehr gut. Ach ja, 30.000 Seelen. Schön wäre es gewesen, sie zu haben. Aber was soll's. Ich werde es überleben. Fogwalls. Fogwalls sind nie geil eigentlich. Ich gehe gleich mal wieder zurück. An irgendeiner Stelle, ich höre ihn doch schon rumrennen. Hat so ein Black Knight auf mich abgesehen. Das ist er doch schon. Da drüben. Du Fucker. Ich kann nicht sehen. Weißt du, dass ich sie sehen kann? Also, ich sage eigentlich der Black Knight. Da ist der Black Knight. Da ist der verdammte Black Knight. Ja, verlage unseren Kampf erstmal hierher. Ach, schön. Hat er seinen Speer ausgepackt. Den guten Sonntagsspeer. Dachte sich, geht mal ein bisschen in die Tomb of Giants. Ein paar unvorsichtige Leute nerven. Falsch, falsch. Bringt ja auch dein guter Sonntagsspeer nichts. Da ist... Oh, ist ja gut. Raff dich mal. Verdammte Scheiße. Die mit ihren verdammten Attacken, wenn die mal ausflippen, ist echt... gefährlich. Sollte man aus dem Weg gehen. Wie du mich jedes Mal treffen musst. Das nervt mich immer am meisten, wenn ich ihn töte, aber trotzdem noch einen Treffer abkriegt. Trotzdem noch mal einen reinkriegt. Oh ja, das war perfektes Timing. Ich meine, man kann es auch positiv sehen. Manche Leute zahlen 80 Euro für ein Piercing. Fucking Tomb of Giant Piercing. Authentisch. Umsonst. Wer den Tritt ansetzen wollte. Die können mich schon nicht leiden. Die können mich schon nicht leiden. Da oben noch irgendwas hinter dem keuchenden Köter gewesen, oder? Na, nein. Ein Abgrund, in den ich nicht wirklich runterspringen möchte. Ich gehe mal hier lang. Hier gibt es auch noch irgendwo ein Bonfire, das ich aktivieren kann. Ah, was zur Hölle? Da liegt ein Schild rum. Genau, Effigy Shield. Nie benutzt, aber sieht fancy aus. Hat sicherlich seine Einsatzmöglichkeiten. Irgendwelchen Leuten ins Gesicht drücken vielleicht oder so. Es gibt immer Mittel und Wege. Oh, schau mal hier. Schau mal hier. Habe ich irgendwelche Feuerbomben? Irgendwas, völlig egal. Einfach nur um so zu nerven. Wahrscheinlich. Ich sie nie eingesetzt habe. Oder ganz selten mal. Ja, Hasso. Wie auch immer du heißt. Was war das denn? Du kannst ruhig vorbeikommen. Ich wollte gerade sagen, das macht mir die Sache auch leichter. Einfach hoch. Dann habe ich hier wenigstens meine Ruhe und kann mit dir alleine kämpfen. Ich sehe dich. Ich habe dich nicht getroffen. Scheiße. Moment. Einen Versuch habe ich noch. Ah ja, ich hab dich getroffen. Haha. Ist ja blöd, dass du irgendwie so leuchtende Augen wie eine Katze hast. Ist halt irgendwie auch nicht so sinnvoll zum Anschleichen. Oder zum in der Dunkelheit lauern. Wenn man irgendwie 2,50 m großes Skelett ist. Das ist nicht so stealthy. Ich glaube, hier geht's zum Bonfire, oder? Ah ja, genau. Hier ist das Bonfire. Bonfire. Jetzt resten, falls wir drauf gehen. Denn hier kann ich mich nicht warpen. Dann gehen wir mal weiter. Einfach mal weitergehen. Gucken, was hier noch so rumläuft. Oh, du bist wieder am Leben, das war jetzt blöd. Na gut, okay. Wo ich den ersten Treffer bekommen habe. Trotzdem in den Scumbag-Modus übergegangen, der Kollege hier.
Ah, shit. Ja, ich kann sie mit dem Zweihänder one-shotten, wenn ich ihn in beide Hände nehme. Um mal meine Frage von vorhin zu beantworten. Funktioniert sogar sehr gut. Smooth. Okay, hier muss ich runter, glaube ich. Der spürt's auch, Mann. Der hat den Flow. Mal eine Runde Gravelorden gehen. Warum auch nicht? Hier gibt es jetzt auch Unmengen an Gegner. Also links stehen einige rum. Soll ich jetzt aber erstmal vorbeirennen? Muss ich nicht killen. Jetzt wahrscheinlich auch noch irgendein Item. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was da rumliegt. Aber ja. Ich setze mein Leben jetzt nicht dafür aufs Spiel. Und ich bin ja gar nicht menschlich. Schade, denn hier, da kommt normalerweise ein Invader. Kommt aber auch, glaube ich, nur, wenn ich menschlich bin. Klar. Das ist ja Dark Souls 1. Und tschüss. Was hast du denn? Was? Du lebst noch? Du bist nicht draufgegangen. Ah, nur die Druckwelle, okay. Twinkling Titanite und White Titanite Junk. 5 Estes. Ich bin ja perfekt vorbereitet für alles, was jetzt kommt. Nicht. Scheiße. Na gut. Lass mal trotzdem weitergehen. Wir können ja einfach mal so weit. Oh, fuck. Bitte schmeiß mich da nicht runter. Das sollte mir natürlich nicht passieren hier an der Kante. Also ich möchte irgendwie Klippenspringer werden, aber... Das ist ein komischer Imagewandel. Vom Zweihänder führenden Badass zum... Oh, ich hab... Da hat jemand einen Spawnfire gekindelt. Fickt euch mal beide. Okay. Bullshit. So, um einfach nochmal zu unterstreichen, was für eine unglaubliche Pussy eigentlich Pinwheel war. Irgendwie 7 Pinwheels oder so. Keine Ahnung, hier rennen überall Pinwheels rum. Habt ihr gehört, mit was von einer entspannten Stimme ich das gesagt habe? Ja, schau mal, da ist Pinwheel und da ist noch ein Pinwheel. Lass mal alle Pinwheels töten. Einem nach den anderen, schön der Reihe nach. Schnipp, schnapp. Maske ab. Oh, Babyskelette. Ihr könnt euch auch mal ficken gehen. Ihr seid zwar niedlich, aber irgendwie auch nicht. Kann nicht so ganz entscheiden, was ich von euch halten soll. Die ergeben das smootheste Knochenmehl. Na ja, guck mal, er castet gegen die Wand. Weil die Wand kann ja bestimmt was dafür. Die mich swarmen wollen, Mann. Die niedlichen Kleinen. Ich weiß auch gar nicht, ob die unendlich neu spawnen. Ich habe mir irgendwie noch nie wirklich die Mühe gemacht, dann alle einem nach dem anderen zu killen. Also sie sind auch nicht so schnell, dass sie irgendwie eine große Gefahr darstellen würden für mich. Ich meine, wenn ich jetzt hinfalle und mir irgendwie den Knöchel verstauche, das wäre blöd, aber... Aber da ich hier Havels Boots anhab, sollte das eigentlich kein großes Problem darstellen. Ach ja, Havels Stilettos sind einfach die coolsten. Sehen auch am besten aus, finde ich. Also wenn es hier um Fashion Souls geht, dann definitiv Havels. So, wo kommen wir denn hier raus? Ja, an der einen Stelle, genau. Die eine Seite von der Höhle halt. Gibt's auch noch was? Hat irgendeiner irgendwas gedroppt? Denn die Pinwheels droppen hier auch regelmäßig die Masken, die sie dran haben. Das heißt, man kann auch alle 3 Masken ohne Probleme hier bekommen, ohne sie kaufen zu müssen. Und hier geht's auch schon direkt zum nächsten Bosskampf. Also da ist schon die nächste Lord Soul drin, die nächste riesige Seele. Grave Lord Nito. Haus da drinne. Da werden wir hingehen, aber das machen wir nicht jetzt, denn mit 3 Estes ist das eine furchtbar schlechte Idee. Das sollte ich nicht machen. Also den werde ich auch erstmal alleine probieren. Gucken, ob ich ihn klatschen kann. Vielleicht bekomme ich ihn. Ich meine, es ist machbar. Aber nicht einfach auf jeden Fall, weil er Unmengen an Skelette einfach die komplette Zeit noch castet, während er mit einem kämpft. Das heißt, da muss ich vorsichtig sein, dass ich da nicht geswarmt werde.
Außerdem hat er allerlei AOE-Attacken, die mir einfach mal ein drittes Arschloch reißen können. Wird auf jeden Fall spaßig. Ich werde jetzt erstmal einen Homeworld-Bauer benutzen, denn, wie gesagt, mit drei Estes macht es keinen Sinn für mich, hier rumzustehen. Ich werde gucken, dass ich dann das Bonfire hier kindle, an dem wir stehen. Das ist nämlich, glaube ich, das nächste, das es zum Boss hier gibt. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal Nito an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wir uns da schlagen. Bis dahin, haut rein!